Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Chris und ich heiße euch willkommen zur nächsten Folge Anno 1800 hier auf meinem YouTube-Kanal. Und es wird höchste Zeit, dass es ernst wird. Wir starten Operation Holzschild, nenne ich es mal. Ich folge ganz der Strategie vom Kommentator T-Dog, der empfohlen hat, dass man doch einfach mal eine Armada Kanonenboote in den Hafen schicken soll, um die Minen außer Gefecht zu setzen und dann erst mit der Hauptflotte hinterherkommt. Und das werden wir heute tatsächlich jetzt einfach mal in die Tat umsetzen und starten direkt rein in den Kampf. Schiff unter Beschuss. Mein Schiff wurde zerstört. Ich würde sagen, Operation Kanonenbootschutzschild hat gut funktioniert. Und jetzt kommen wir mit unserer restlichen Armada rein. Ich aktiviere mal kurz wieder das Interface und gehe auf normale Geschwindigkeit hoch, nachdem wir uns das anschauen konnten. Aktiviere hier noch ein, zwei Mörser jetzt gleich. So, kommt reingefahren. Ihr dürft auch schießen. So, los geht das Ganze. Als erstes die dicke Bertha weg. Beide am besten. Hier nochmal kurz einmal eine Mörser reinjagen und hier nochmal, dass wir hier auch entsprechend durchkommen. So, erste dicke Bertha ist außer Gefecht gesetzt. Hier hinten noch die zweite Hafenartilleriegeschütz. Dürfte auch ganz gut funktionieren. Haben wir noch einen Mörser im Einsatz aktuell? Ne, alles ist auf Cooldown. Das heißt, jetzt können wir hier tatsächlich durchgehen. Und es funktioniert. Also tatsächlich, wir haben ein Freibeuterkriegsschiff verloren bisher. Das ist aber verschmerzbar. Und mit dem Rest scheint das hier gerade ganz gut zu laufen. Das heißt, wir machen weiter mit unserem Plan A. Hier kommen auch schon die nächsten Kanonenboote direkt raus. 15 Stück an der Zahl, schiebe ich raus. Dann werden wir an unserer Strategie erstmal festhalten. Wenn die Computergegner hier einen Vorteil mit ihrer Hafenverteidigung haben, dann verschaffen wir uns einen Vorteil, indem wir uns einfach ein Schutzschild bauen, bevor unsere Armada entsprechend reingeht. Und so kommen wir tatsächlich, glaube ich, ganz gut hier durch. Ja, die Insel gehört uns. Und so können wir uns tatsächlich der Gegner entledigen. Sogar auf eine relativ einfach angenehme Art und Weise. Ich sammle mal noch alles ein, was hier irgendwie liegen geblieben ist und monitor das gleich mal, was wir hier bekommen haben. Okay, das heißt, die erste Insel gehört schon mal uns. Jetzt überlege ich gerade, ob wir die von Willi tatsächlich kaufen oder ob wir uns die nicht nachher auch holen, wenn der Waffenstillstand ausläuft. Ist natürlich die Frage, inwieweit wir durch sowas hier durchkommen bisher. Wobei, wenn man sich unsere Flotte anguckt, haben wir jetzt hier auch kaum Verluste zu verzeichnen gehabt. Also dürfte es gar nicht so ein großes Problem sein, auch die nächste Insel zu erobern. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade richtig gute Laune. Es tut gut, mal keine Rückschläge verbuchen zu müssen. Oh, was ist hier los? Sie rächt sich direkt oder sie versucht es auf jeden Fall und verliert dabei erstmal ein Schiff hier direkt vor ihrem Hafen. Was wir natürlich jetzt dann machen können, ist uns überlegen, wie es weitergehen soll. Also wir sind finanziell ja doch ganz gut aufgestellt. Ich müsste mittlerweile auch gleich. Ah, okay. Uns fehlen jetzt eigentlich nur noch ein paar Motoren und ein bisschen Stahl. Wir werden tatsächlich als nächstes die Dreadnought hier bauen und unsere Flotte um ein riesiges Schlachtschiff erweitern. Wie lang geht unser Friedensvertrag mit Willi noch? Noch 8 Minuten. Müsste eigentlich reichen, um ein paar Kanonenboote rauszuschieben. Und dann bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich direkt in den nächsten Konflikt rein starte und mir Willis Hauptinsel hole. Fahren wir mit unserer Flotte hier mal wieder zurück in den mittleren Bereich. Diese Insel dürfte aktuell erstmal nicht gefährdet sein. Wir packen aber dann gleich, wenn ich hoffentlich noch einen Clipper irgendwo übrig habe.
Da ist noch ein Clipper, perfekt. Habe ich ein paar Kanonen noch nach so einem? Ja, doch. Nehmen wir mal 30 Kanonen mit. 50 Holz und der Rest auch alles 50. Und dann bauen wir hier wenigstens mal 3 Kanonen vor, damit die Insel rudimentär gesichert ist. Falls dann nachher doch Willi oder die Beryl versuchen, sich die Insel direkt zurückzuholen. Okay, hier lässt sich Beryl gerade so ein bisschen ihre Flotte zerlegen. Ist das so ein bisschen eine verzweifelte Racheaktion, nachdem ich ihr die Insel abgeluchst habe? Wir können dir aber gerne hier noch ein bisschen helfen. Bietet sich auch gar nicht an, das gar nicht mal so wenig an, das hier auch noch ein bisschen zu verstärken. Weil immerhin gehen wir hier nachher in den Konflikt mit Beryl und werden hier kämpfen. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht, wenn wir hier vielleicht noch ein paar mehr Kanonen haben, um dann auch gegen ihren ganzen Schmarrn vorzugehen. So, unsere Flotte kommt langsam hier vorne an. Hoffentlich kommen die da auch an, bevor der Waffenstillstand abläuft und ich gleich hier direkt über den Haufen geschossen werde. Dauert noch 7 Minuten. So, Kanonenboote werden fleißig rausgepumpt, alle 3 Minuten 3 Stück. Na, ihr müsst euch nicht unbedingt als Flotte bewegen, ne? Es wäre einfach nur toll, wenn ihr heute noch ankommt. Stellt euch mal hier hin. Und dann dürften wir gleich ganz gut zurechtkommen und Willi angreifen. Geldtechnisch sind wir mittlerweile ohne Probleme aufgestellt. Also wir haben jetzt ein Income von irgendwas zwischen 11.000 bis 20.000. Je nachdem, ob uns mal wieder eins unserer Produkte ausgeht oder nicht. Rum, Kaffee ist aktuell da, Bier auch. Also passt eigentlich ganz gut, sodass wir hier einfach weiter upgraden können. Quer durch die Bank. Und uns einfach immer mehr Investoren und Ingenieure reinholen. Ah, Kaffee wurde gerade aufgefüllt. Müssen mal gucken, ob wir dann nicht nachher sogar noch auf eine weitere Insel im Pendlerkai machen. Weil um hier dann tatsächlich noch weiter upgraden zu können, müssen wir noch mehr Arbeitskraft auf anderen Inseln noch mit aufbauen. Da kommt unsere Armada an. Wie weit kann er schießen? Ja, doch relativ weit. Mit den Hafenartillerie bis hier rein. Da müssen wir hier doch noch ein bisschen weiter weggehen, damit wir nicht direkt die ersten Schiffe verlieren. In ein paar Minuten. Wir werden aber wahrscheinlich jetzt nicht auf die Dreadnought warten. Für den nächsten großen Kampf. Jetzt haben wir sogar alles zusammen, außer die Stahlträger. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz Stahlträger kaufen gehen. Nehmen wir mal einfach die 2 Kanonenboote. Und fahren mal kurz hier rüber. Kaufen uns die Stahlträger. Oh, was ist hier los? Habe ich eine Polizei aber, oder? Ja, okay. Wieso sind die so schlecht gelaunt? Ach, die Arbeiter haben keine Lust mehr, okay. Kleidung geht mir hier auch aus. Okay, wo baue ich die denn? Kein Problem, Ladies. Und noch ein Feuer. Warum nicht, ne? Erst abfackeln, erst kaputt treten und dann noch abfackeln. So, Kanonenboote sind da. 50 für dich. 50 für dich. Und wieder zurück. Und dann können wir die Dreadnought in Auftrag geben. Und dann können wir sage und schreibe eine Stunde warten, bis das Schiff fertig ist. Ich bin gespannt. Dürfte sich eigentlich richtig gut als Panzer anbieten. Wir müssen ein bisschen auf die Lebenspunkte aufpassen von dem Schiff. Das hat, glaube ich, Nivarias auch in einem seiner letzten Streams erwähnt, dass wenn die Schiffe zu viele Lebenspunkte haben und beschädigt sind, glaube ich, dass dann die Gefahr besteht, dass die Schiffe beim Laden von einem Safe Game zerstört werden. Und das wollen wir schlussendlich ja nicht haben. Wäre scheiße, wenn wir jetzt mehrere hundert Tonnen an Baumaterial in die Schiffe investieren und am Ende des Tages haben wir nichts davon, weil wir zu viele Lebenspunkte hatten auf dem Schiff. Und los geht's, würde ich sagen. Läuft das eigentlich in Echtzeit oder läuft es schneller? Ja, okay, es ist nicht wirklich eine Zeitstunde. Ich habe mich mit der Zeit noch nicht auseinandergesetzt. Aber, naja, 20, 30 Minuten wird es auf jeden Fall dauern, bis das Schiff fertig ist. Dementsprechend werden wir das wahrscheinlich erst in der nächsten Folge oder so zu Gesicht bekommen. Wir nehmen jetzt immerhin schon 10 Minuten auf. Und ich versuche eigentlich dem Motto treu zu bleiben, dass wir so bei 20, 25 Minuten Folgen bleiben. So, hier werden weiter fleißig unsere Schutzschildboote gebaut. Können wir direkt mal noch welche in Auftrag geben.
kriegen zum Glück schnell genug Kanonen hinterhergeschoben, sodass wir hier auch schon wieder eine Handvoll haben. Die werden wir nachher auf ähnliche Art und Weise oder wahrscheinlich vielleicht sogar erst in der nächsten Folge auf ähnliche Weise wieder hier positionieren im Halbkreis. Dann werden wir auf den Hafen zufahren, die Schiffe werden einfach alle weg explodieren und dann gucken wir mal, ob wir da nicht auch so gut durchkommen. Die Mörser setzen wir ebenfalls wieder ein und kaufen uns hier mal den einen Anteil wieder zurück. Jetzt haben wir auch schon wieder 530.000, wir brauchen 720, das heißt in 10 Minuten werden wir da doch in der Lage sein, Willi die Insel abzukaufen und dann haben wir ihn quasi schon besiegt. Also er ist halt noch in der neuen Welt ziemlich stark vertreten, da müssen wir dann wahrscheinlich als nächstes dann auch ein paar Schiffe hinschicken, damit er da keine Racheaktion starten kann. Aber wenn wir Willi die Insel abkaufen und seine Hauptinsel gleich wegschießen, sieht es gar nicht mal so schlecht aus, dass wir ihn aus dem Spiel geworfen haben. Dann hat er noch hier eine kleine Insel und vielleicht noch ein paar Schiffe übrig. Aber an für sich dürfte das Problem überschaubar sein mit Willi. Ein paar Linienschiffe hier noch, aber wir sind ja auch nicht komplett hilflos hier in der neuen Welt. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Schlachtschiffe, ein Freibeuterkriegsschiff. Haben wir hier sonst noch was stehen? Nein, und jede Menge Kanonen. Mittlere und große Kanonen. Also dementsprechend sind wir jetzt nicht komplett hilflos. So, hier haben wir auch noch ein Schiff stehen zum Kaufen, ne? Schauen wir mal, ob hier irgendwelche Items sind. Nochmal danke an dich, Donald, für die Itemliste. Was man sich alles kaufen kann oder kaufen sollte. Wir schauen mal, ob wir uns hier irgendwas Vernünftiges leisten können, was wir dann zu unseren Schiffen noch bringen. Nee, aktuell noch nicht. Irgendjemand hat sich gerade schon wieder eine Insel geschnappt. Was haben wir hier? Moral plus 30. Ja, okay, das ist für die Abwehrdinger. Was haben wir denn hier? Beeinflusst Kakaoplantage und Co. Da kriegen wir Tabak. Die Baumpflegerin ist ja gar nicht mal so schlecht für die neue Welt. Ansonsten hält sich das itemtechnisch hier echt in Grenzen. Also ich bin wirklich gewillt, hiernach noch eine weitere Runde zu starten und mich dann tatsächlich auch nochmal mit den stärkeren Gegnern anzulegen. Nee, aktuell kein Glück. Und da wir gleich eine Insel kaufen wollen, will ich jetzt hier auch nicht durchscrollen. Bis zum geht nicht mehr. So, hier müsste unser Schiff jetzt auch sein. Perfekt. Mal kurz ausladen. Und hier entsprechend Hafenverteidigung hinstellen. Ach, hier hat er auch noch eine Insel. Das ist ja interessant. Guckt euch das mal an. Da haben wir quasi den Korridor dicht gemacht für alle, die mit uns beiden im Krieg sind. Aber die Insel gehört ja zeitnah uns. Auch wenn unser Income gerade ein bisschen eingebrochen ist, weil uns wahrscheinlich wieder Kaffee oder Rum ausgegangen ist. Rum ist leer und Kaffee ist sogar beides ausgegangen. Also, was soll man machen? Da müssen wir dann nachher tatsächlich die Handelsrouten noch ein bisschen anpassen. Die Waffenruhe wurde beendet. So, wie viel haben wir jetzt hier? Müssten 12 sein, glaube ich. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ja, ungefähr. Keine Lust zu zählen. Sodass wir hier bereit sind. Hier schicken wir nachher wieder die Segelschiffe vor. Und die hintere Streitmacht räumt dann quasi auf. Schaden pro Sekunde 50. 81. Also eigentlich müssten wir unsere Schlachtkreuzer vorschicken, da sie weniger Schaden machen, aber mehr Lebenspunkte haben. Aber gucken wir uns das gleich mal an, wie wir hier durchkommen. So. Was? Ein Freibeuterkriegsschiff wurde zerstört. Wo? Was? Wieso steht hier... Wieso ist hier ein Freibeuterkriegsschiff einfach kaputt gegangen? War das jetzt noch eine Mine oder was? Okay, das ist ja echt strange. Schiff unter Beschuss. Ach, hier! Beryls Hafen! Wurde wieder die gewarnt und hab's nicht gesehen. Können wir mal ganz kurz in ein kleines Intermezzo gehen mit Beryl und uns dafür bedanken, dass sie sich die Insel hier gekauft hat. So, du darfst schießen, komm.
holen wir uns die einfach mal fix, schicken noch kurz unsere Dampfschiffe hier hin, luxen die Insel direkt ab. Wir müssen ja eh noch auf ein paar Kanonenboote warten, bevor wir dann in den nächsten Angriff reinstarten können. So, gleich haben wir genug. Die zwei Fuhren lassen wir auf jeden Fall noch durchbauen. Wie sieht's hier aus? Ja, ein Viertel der Bauzeit haben wir jetzt abgeschlossen in knapp 6 Minuten. Also dauert es tatsächlich 25 Minuten ungefähr, bis wir das Schiff dann fertig haben. Und ich würde sagen, wir warten auch entsprechend auf unser großes Schiff, bevor wir uns dann am Ende des Tages mit Beryl anlegen werden. Nicht mit Beryl, mit Willi anlegen werden, wenn dann auch der Friedensvertrag ausläuft. Schiff unter Beschuss. So, die schießen hier noch einmal hinterher. Ah ne, was ist das? Ein Frachtschiff. So, ich hoffe, der kommt hier noch weg. Habe ich ein bisschen zu spät weggezogen. So, die machen mal kurz den Hafen hier platt. Jetzt kommt er mit seinem Interceptor und jagt unser Schiff hier natürlich noch weg. So, die Insel gehört jetzt gleich uns. Da dürfte Beryl auch nicht viel machen können. Und dann schießen wir die zwei Schiffe hier noch weg von Willi. So, Insel erobern. Zack. Machen wir da auch noch kurz einen Prozess raus. Eins. Zwei. Und schießen noch mit dem Mörser. Oh, ein Doppeltreffer sogar. Wunderbar. So, perfekt. Schießen wir hier noch ein paar Schiffe über den Haufen. Nee, du entkommst hier nicht als erstes. Mal kurz das Frachtschiff noch wegschießen. Könnte nämlich vielleicht ein bisschen wertvolle Fracht. Vielleicht haben wir ein bisschen Dynamit dabei. Das würde mich tatsächlich freuen. Boah, die halten aber auch eine Menge aus, die Schiffe bei den NPCs. Und er haut ab oder bleibt er weiter und kämpft? Nee, ich glaube, er haut ab. Kann er auch gerne machen. Wir sammeln mal kurz das ganze Treibgut hier ein. Und fahren dann entsprechend zurück zu unserer Flotte. So, die Kanonenboote sind gleich alle fertig. Der vorletzte Durchgang ist jetzt gleich abgeschlossen. Dann haben wir das auch. Wie sieht's hier aus? 43 Minuten noch und wir haben schon wieder 47 Kanonen. Also mittlerweile müssen wir tatsächlich uns überlegen, ob wir nicht die Produktion unserer Dampfmaschinen ausbauen. Was haben wir hier? Okay, nur ein kleines Intermezzo mit unserem Rumtransporter. Oh, Willi hat seinen ersten Schlachtkreuzer in der neuen Welt. Okay. Das ist natürlich interessant. Gucken wir mal ganz kurz hier auf die Karte. Ah, okay, Schlachtkreuzer von Willi. Okay, das heißt, wir werden tatsächlich da jetzt ein bisschen das Tempo hochfahren und Willi rausnehmen aus dem Game. Dürfte nämlich nicht mehr lange dauern, bis Beryl auch Schlachtkreuzer hat. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwo eins aufploppt. Besonders die Prinzessin ist natürlich, sollte man natürlich im Auge behalten, weil sie einfach die größte Flotte hat, weil sie mit allen im Frieden ist. Und dementsprechend sich ordentlich was aufbauen konnte. So, was haben wir hier noch bekommen? Pelze. Quarz, Mehl, noch mehr Pelze. Doch gar nicht so schlecht, 60 Tonnen Pelze. So, bauen wir das auf. Haben wir die Insel jetzt auch? Das war die, die Donald auch empfohlen hatte, als ich damals hier zu Beginn noch die Blockade hatte. Also schauen wir mal. So, das Ding gehört uns. 200.000 brauchen wir noch, damit wir sie uns leisten können. Kanonenboote gleich die letzte Fuhre fertig. Dann müssten wir ungefähr 15 bis 20 Stück haben. Hab jetzt nicht hundertprozentig aufgepasst. Ah, super. Und er verliert ja auch nochmal einen Öltanker. Sehr schön. Hier wird ordentlich alles abgeschossen, was da wieder rüber will. Geht er mit denen hier echt in den Konflikt? Mit seinem Kreuzer? Drehen wir mal die Schiffe alle ein. Ich dachte jetzt die volle Breitseite, kann er haben.
Boah, die halten aber bei dem schon echt eine Menge aus. Das würde mich mal interessieren. Ne, die Reichweite ist ungefähr gleich. So, schnappen wir uns mal kurz das Treibgut. Und kann er gerne weiter so machen, wenn er meint, dass er seine Schiffe versenken muss, indem er sich mit uns anlegt. Habe ich ehrlich gesagt kein Problem mit. Mich freut es ungemein, dass der Plan von T-Dog aufgegangen ist. Operation Holzschiff-Schutzschild. Das werden wir auf jeden Fall auch fortsetzen bei der ein oder anderen Insel. Chairs kaufen wie hier macht nämlich leider nicht ganz so viel Spaß, wie die Häfen der Feinde auseinandernehmen. Und nachdem wir Willi besiegt haben, können wir auch getrost der Prinzessin den Krieg erklären. Und uns dann dagegen behaupten. Ich glaube nämlich, dass sobald wir den Krieg erklären, sie da versuchen wird, relativ schnell ein Exempel an uns zu statuieren mit der großen Flotte, die sie hat. Aber das schauen wir uns dann tatsächlich in der nächsten Folge an. Mich würde es freuen, wenn ich euch in ein paar Tagen bereits wieder begrüßen darf. Und bis dahin, euer Chris.